Einer hat er sich jetzt einfach mit einem So, grauen hallo, Typ. wir machen weiter Ja, bei sehr, Infernee sehr. Mario. Das letzte Mal haben wir Okay, Daniel. versucht, es richtig zu spielen, aber es haut nicht hin. So, nee, jetzt können wir uns mal wieder konzentrieren. Das machen wir Oh, erstmal okay, wir traurig. konzentrieren uns. Die anderen haben derweil Stadt, Land, Fluss gespielt. Ach, Wir haben genug da tun es konzentriert. Immer noch. und Lass uns jetzt mal müssen lieber wir die wieder letzte weiterspielen. Yoshi-Coin einsammeln und dann ist hier auch Ende. Das denkst du? Also Ende mit dem Raum. Ja, vielleicht auch insgesamt Ende, ich weiß es nicht. So. Nee, wir machen noch Wollen weiter wir hier jetzt hier. uns mal Das umbringen, ist nachdem wir sie klar. eingesammelt haben, was auch immer jetzt passiert ist? Ich weiß es nicht. Ich hab noch so eine Lust. Nein. Gucken wir Ich mal. meine, dein Raum ist der nächste, der jetzt kommt. Das wird ja wohl irgendwie ein Ansporn sein. Ja, absolut. Siehst du. Sehr gut. So, Jan, dann sag ihm mal jetzt bitte, was er jetzt zu tun hat, weil irgendwie darauf kommen jetzt, selbst kommen ist irgendwie nicht so toll. Irgendwo müsste jetzt ja eine Yoshi-Coin weg sein. Da Nee, steht immer selbst noch eine kommen Kiste. ist nicht so toll. Du musst dir nicht das Springboard, meine ich zumindest. Du Ja, du musst brauchst nur aber Bilingua und den Bilingua machen und dir den Kartenfisch. Pokékopf holen, genau, dann logischerweise. Dann brauchst du zwei Pilze und dann einen blauen P-Switch. Nee, blauen Pieces braucht er noch nicht mal. Doch, 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 stimmt. Ja, braucht er stimmt. schon, doch. Doch, doch. Alter, wie lange dauert das Level? Das ist ja krank, das hätte ich nie Also gedacht. du musst erstmal den On-Off-Switch musst du jetzt Ja, ich hab nochmal. schon kapiert. Also Bilingua. Das Hol dir heißt, erstmal wir sehen den uns Typ. gleich wieder, wenn ich alles hier Ja. Komm, du vorbereitet zeig habe. dir mal, was du im Grunde alles drüben haben willst, okay? Was? Also, du willst, da wo das Springboard verschwindet, willst du ein Springboard, zwei Pilze haben, einen grauen P-Switch, einen blauen P-Switch und den Pokékopf. Das ist alles, was du haben willst. Okay. Haben wir im Prinzip also alles schon mal uns geholt? Das heißt, wir sehen uns genau da wieder, was Jan gerade gesagt hat. Bis gleich. Es So, ist die cool, Aufnahme Jan. läuft wieder. Ach, Wir sind. tatsächlich, na Mensch. Schaut auf die Uhr, was ich angefangen habe. Geht mal kurz 10 Sekunden zurück, dann seht ihr die Uhrzeit. Ja, es ist Die Pilze hier traumhaft. rüber zu Aus duplizieren der war Senkrechten in die eine Waagerechten. absolute Katastrophe. Das Ganze ohne das Springboard zu machen, war eine absolute Katastrophe. Das ganze Level war eine absolute Katastrophe. Nein, Spaß. Überhaupt Nein, nicht, es wir ist sind ja ja noch ganz cool, aber gleich. das Level ist cool. Da ist nichts gegen zu sagen, aber es ist einfach zum Spielen echt. Jetzt seid doch Naja. mal hier nicht so positiv. Ich meine, man soll den Tag doch nicht vor dem Abend loben. Du bist ja noch nicht fertig. Nee, Ja, das ist ja das aber. Schlimme. Dass du gerade mal so die Hälfte hast, ist einfach das Unfassbare an der ganzen Sache. Naja, aber wir sind jetzt jedenfalls da, wo wir gesagt haben, dass wir sein wollen, und das ist schon mal gut. Gab's nicht noch irgendwas zu sagen, was jetzt neu noch war, was wir gerade festgestellt haben erst? Ja, wie gesagt, Es das war eine Duplizieren hier mit Sprung. dem Pilz rüber ist scheiße und ohne Springboard die Coinsnake machen ist auch scheiße. Und dann da zum War da nicht Yoshi noch hochgehen. irgendwas? Ansonsten war das Ansonsten hat sich alles nichts reibungslos, geändert. Deine komischen Tragbahnblöcke sind ja nicht relevant. Ja, ne? Das war auch lustig. Ja, Der gut, Dani dass hat du. Oh, falsche das war Blöcke wenigstens irgendwie sehr gesetzt. schön. Colin hat fast eine Herzattacke hier noch bekommen, Ich weil er kann es einfach kurz mal den Boden zeigen. wieder weg war. Dani hat Ja, offensichtlich das irgendwann ist jetzt mal ja was nicht mehr klar. gefixt. Und ich bin vorhin versehentlich, habe ich halt einen P-Switch-Stand geschmissen und wollten dann wieder aufheben. Und dann ist das hier passiert. Ups. Dann bin ich dezent erschrocken, Das war aber nicht gewollt. als der Boden unter den Füßen mir weggezogen wurde. Das ist halt so eine Hommage an das erste Level, was mittlerweile ja auch anders ist, aber gut. Ja, ich wollte in dem Moment schon sagen, Jan? Ja, das war aber Da muss Felix, ich der aber Fremde. den Jan in Schutz nehmen, das habe hauptsächlich ich gemacht. Aber Jan hat es auch einmal gemacht. Ach stimmt, das war's der du. Jan hat das nur als Verarschung in Bilingua, glaube ich, gemacht. Ne, ich glaube, er hat es im Porta Dextra sogar drin gehabt, wenn man da die Wand einrennen musste. Ne, das waren Turnblöcke. So, Das war brauche ich Turnblöcke, den ja. blauen P-Switch nochmal, nachdem ich hier die Münze geöffnet habe? Nein. Du kannst jetzt einfach alles drücken. Sicher. Yoshi kann auch, glaube ich, Das war Yoshi jetzt kann auch kein da ironisches bleiben. Nein. Nein, Nee, was also nicht. jetzt haben wir keinen Bock Oder mehr auf nimm Ironie, mal glaube ruhig ich. Yoshi mit. Ja, Nimm mal genau, Yoshi was dann Spaß passiert, wenn deshalber man mit mit. Yoshi durch die Tür geht? Genau, das können wir nochmal zeigen. Was für eine Oh Tür? ja. Ja, die kennst du noch nicht. Die kennen auch die Zuschauer noch Ach, nicht, da wo das der weißt Yoshi kann, war es jetzt eine Tür. du. Womöglich Nein. ist da jetzt Hä? eine Tür. Da Es war doch könnte noch aber auch was. einfach nur ein Leben noch sein, irgendwie. Also rein Da ist eine screentechnisch Tür, ja. technisch gesehen ist das noch nicht die Hälfte, ne? Aber warte mal, mach dich mal erstmal klein noch vorher, genau, dass du mit Yoshi da erstmal reingehst in die Tür. Zur Demonstration hier. Ich demonstriere gleich gegen das Level.
Hier und zack, und Yoshi ich ist weg. Ich habe kein Yoshi dabei, also will ich auf jeden Fall groß rein. Ja. Mit allem, was ich habe. Das ist halt, weil du am Anfang das Yoshi vom oder am Castle Entrance es auch verloren hättest, ist es jetzt in jedem Raum hier irgendwie so. Das ist jetzt kommt der Himmel. Total einfache Räume. Ja, jetzt kommt was ganz, ganz harmloses, wirklich. Du wolltest jetzt alles Schritt für Schritt erklären, irgendwie so war das, ne? Darf ich es mir bitte ganz kurz erstmal angucken, bevor... Ja, nee, guck's. Nein. Bevor hier direkt alles verraten wird. Das mit dem Lila war übrigens Zufall, aber ich fand es eigentlich ganz cool, so letztlich. Ja, du wusstest auch noch nicht, was dann... Ach, das sagen wir jetzt nicht. Das wäre ja schon wieder ein Spoiler. Ach, ja, aber das machen wir nicht mehr heute, würde ich sagen. Ach, sehr gut, Conan, hast du ja schnell hinbekommen. Ist auch eigentlich nicht so schwer, aber... Ja, also das, was danach kommt, dauert auch Ewigkeiten, ne? Aber das war jetzt der einzige schwierige Sprung eigentlich in dem Teil. Jetzt ohne Ironie. Was denn? Ob das Ewigkeiten dauert, das danach kommt? Nein, das dauert nicht lange. Und dann macht's ja auch richtig. Es gibt's auch nicht viel falsch zu machen. Nein, ich meine der Raum von Dani. Ja, ich sag ja, das dauert ein bisschen. Aber das machen wir nicht mehr heute. Das können wir dann echt nächstes Mal machen. Ist ja erstmal egal. Dazu kommen wir später. Spiel das Spiel. Spiel das Spiel, Con. Machen wir doch einfach das hier. Oh, ob das jetzt noch funktioniert. Das können wir früher machen. Ach. Nicht, wenn ich mich so blöd anstelle. Wir sind doch auf einer sehr beschissenen Höhe irgendwie. Ja, ich weiß. Aber es ist genau die Höhe, die man dann ebenso nicht aktiv. Ja, natürlich geht das. Sagt sowas nicht dazu. Übelst sagen, ach, die sind doch genauso einfach wie sonst auch. Mach doch einfach das hier, Conan. Ich würde den unteren, aber ach, mach's ja auch gut. Der obere ist noch schwerer zu erreichen. Ja, den oberen habe ich nicht vor. Der obere kann mich mal kreuzen. Vielleicht ist ja diese komische 90-Grad-Schräge, die da drunter ist, auch wieder ein Throwblock. Vielleicht habe ich da auch wieder irgendwas hingesetzt. Ich weiß es nicht. Vielleicht gucke ich erstmal, was hier noch kommt. Ja. Ja, theoretisch kannst du das auch erst später machen mit den Blöcken. Och nee, Poki, ich brech sofort ja, das Projekt. Es tut mir leid. Für immer. Und hier, guck mal, jetzt, das ist auch nochmal zu. Spring mal da, geh mal jetzt da hin und spring mal einfach hoch. Ja, da ist eine unsichtbare Decke, weil ich finde, ein Block hohe Decken sehen scheiße aus. Und das fand ich richtig lustig irgendwie. Was würde LeChuck dazu jetzt sagen? Wie fühlt sich denn das an? Ja. Ich sehe, der Conan ist auch sehr... Conan hat auch so viel Lust wie ich. Oh Conan, ich spoiler dir das mal. Da rechts ist jetzt ein Switch drin, aber das hättest du wahrscheinlich auch eh gefunden. Ja. Oh, das ist ja gut versteckt. Ja. Wenn hier ein Switch ist, dann kann ich doch die Blöcke einfach mit dem Switch aufdrehen. Ach ja. Ja, hast recht, habe ich gar nicht bedacht. Gut, dass ich mich umgeguckt habe. Oder habe ich jetzt irgendwas reingeladen, was nicht reinladen darf? Das habe ich gar nicht bedacht. Ist mir auch relativ egal, ehrlich gesagt. Gut. Das ist so der Vorraum vor der absoluten Katastrophe, die danach kommt dann. Die absolute Katastrophe war der erste Raum. Naja, gar nicht. Was schön, dass das so einfach ist hier. Ich bin sogar froh, dass das jetzt so einfach geht, ey. Ich auch. Ja, das stimmt schon. Ich habe ja auch mit sowas auf sowas gehofft, muss ich ja sagen. Dass da irgendwas da rumliegt, was ich nehmen kann in die Hand. Ja. Das ist schon schön. Guck mal, der Delfin, der ist da. Ja, ich weiß. Ich hab keinen Bock mehr gehabt, das zu fixen. Das ist so. Ja, aber wie kann ich jetzt das nicht, wenn du das einfach. Na gut, jetzt ist hier halt erstmal offen. Mehr kann ich nicht machen gerade. Man kann sie Priorität einfach anmachen, dann sieht man den nicht mehr. Ich kann den P-Switch-Jump machen, aber den soll ich hier nicht machen, ne? Das mache ich mal eben kurz. Nein, du brauchst den P-Switch noch. Ja, also gehe ich erstmal wieder raus. So. Der Block ist offen. Ja, den P-Switch kannst du liegen lassen irgendwo. Also beim Poki kannst du ihn schon mal ablegen, ist ja klar, dass der dafür da ist. Ja, jetzt ist es klar. So, holst du dir das Trampolin? Was war hier? Das war ein Pilz. Voilà. Leben. Unnötig. Ja. Ich wollte einen Vorwand finden, warum die Pflanze da ist, deswegen. Brauche ich hier für die zwei Pilze oder was? So. Nein. Aber ich will so, jetzt... Ist das hier. Wie dumm du es machst, ist es falsch. Wie dumm du es machst. Mein. Das ist falsch, was du tust. Du musst einen Pilz behalten. Okay. Ich habe keine Lust mehr, dich rätseln zu lassen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, du hast auch keinen Bock mehr zu rätseln.
Also kann ich da noch nicht runter. Doch, pass auf, du gehst nach links. Achso, ich scroll ein bisschen oder was? Nee, geh einfach erstmal nach links. Wirklich, nach links gehen, wirklich, das ist rechts. Links. Ich bin doch noch weiter links, oder was? Ja, weiter. Hm? Weiter. Jetzt gehst du da runter, wo der Poki ist, in die Lücke da irgendwo. Und jetzt lässt du da so ungefähr so einen Block neben diesem grünen, hochstehenden, dünnen Kästchen links den Pilz runterscrollen und sammelst ihn nicht ein, sondern lässt... Nein, weiter links, viel zu weit rechts. Bei dem einzigen Ein-Block-Ding in lila da wahrscheinlich, oder wo? Nee, den grünen. Na, es ist zu weit links, daneben. Also ein Block weiter rechts. Ach so, das Ding meinst du, ja, okay. Also hier, ja, oder was? Nein, ach. Ja, lass fallen. Den lässt du einfach loopen jetzt, so. Jetzt kannst du anderes währenddessen machen. Der verschwindet ja nicht. Okay. Was muss man nochmal machen? Ich hab schon wieder vergessen. Ach ja, genau. Jetzt holst du das Scramble. Ja. Ich hab sogar zwischendrin, das war sogar total lustig, das ist noch nie passiert. Ich hab mich in meinem eigenen Level so verlaufen. Ich wusste nicht mehr, wo eine Sache war und so. Das war echt lustig. Jetzt holst du dir das Trampolin. Warte kurz bitte. Achso, hier Simulator war nichts weiter. Okay. Nee, da war nichts. Gut. Ich kann also nur das Trampolin holen. Aber mit einem Pilz, das geht? Okay, Hilfe. Ja, das ist blöd, aber es geht. Ich hab's geschafft, also kann's nicht so schwer sein. Du meinst, weil du keine Discord Go kriegst? Weil ich keinen Skill hab und weil ich nie spiele, sondern immer nur baue. Na gut. So, wir nehmen es mal Anlauf. Ja, bringt's ja schon, aber du knallst meistens gegen diese Ecke von diesem lila Kästchen da. Ja, aber selbst dann muss ich, wenn ich getroffen bin, schnell weiterlaufen. Das ist auf jeden Fall. Also gehockt ist eigentlich die beste Variante. Okay. Und dann halt ein bisschen rumspielen, dass du nicht da. Duck dich doch, du Kind. Ja, das passt. Aber weiß ich nicht. Könnte passen. Wenn du so ein bisschen weiter bist, als das grüne Kästchen anfängt, dann passt es. Das reicht doch nie. Doch, das passt. Du musst jetzt springen und dann... Einfach. Springen. Genau, du musst zwei ganz kurze Sprünge machen. Das haut sogar wirklich hin. Wow. Das ist gar nicht so schlimm. Übel. Wie gesagt, ich hab's geschafft. Üble Scheiße. Ich hab's sogar mehrfach gemacht. Also es ist echt nicht so schlimm. Nee, das ist blöd. Nee, das ist... Du sammelst den einen, drehst halt direkt schon nach... links wieder, machst dann einen kurzen Sprung auf den zweiten Stapel Mancha da links, die ein bisschen höher angebracht sind und springst dann direkt wieder ab. Ne, da kein Gespringe, das ist ja Blödsinn. Auf dem Rückweg erst. Mama. Du springst einfach die ganze Zeit und dann an nicht da Gespringe, jetzt ja auf. Ja, auf dem Rückweg. Also zwei Sprünge machst du. Also den Sprung jetzt nicht mitgezählt, der auf die Mancha geht, der zählt jetzt nicht. Der Anfangssprung zählt natürlich jetzt nicht mit als Sprung. Kannst du da nicht so, du kannst doch das sogar Anlauf nehmen und dann mit einem geduckten Sprung da richtig schön reinspringen. Ja, das meinte ich ja. Versuche ich ja gerade. Das meinte ich auch. Ja, das passt, denke ich. Ich schon. So, jetzt nimmst du den nach links. Nicht da springen. Das kostet doch Zeit. Ich hab's doch aber, Mann. Ja, das hätte mal hinhauen können, ja. Sehr gut. Du kannst also ein Safe-State machen, wenn du direkt unter dem linken Abschnitt des großen grünen... Ja, genau da. Mach ein Safe-State. Ja, gut. Und jetzt rennst du einfach nur. Nein, das schon. Oh, das kostet Zeit. Das tut weh beim Zugucken. Aber es geht trotzdem. Du würdest es auch so hinbekommen. Jetzt springen auf die zweiten Stapel und jetzt nochmal abspringen. Ja, geht doch. Uhu. Das war viel zu einfach. Nein. Ja. Jetzt dürfte es relativ eindeutig sein. Ich hoffe, das hat nicht gerade... Ja, es hat also ein eindeutig für übertrieben. Ich hoffe nicht in der Aufnahme. Das wäre unschön. So. Dir dieses wunderschöne Level dann nicht mehr zeigen. Huch. Das ist wahrscheinlich jetzt im Vergleich. Der Part wird nicht so lang sein, also von daher. So, jetzt haben wir also, Moment, ich brauche einen Pilz. Ja, das ist jetzt ganz toll. Deswegen aber hast du den nachher auch schön runtergeloopt. Du musst den P-Switch eher ein bisschen weiter links haben. Ja, klar, ich will ja auch... Ich kann dir einen Tipp geben. Wieso, das ist doch kein Problem, ich bitte dich. Nein, ich hab da... Tipp.
Du kannst doch sogar den da oben liegen lassen, dann. Oh, die Zunge. Die Zunge, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, da denkt man noch nicht dran. Du kannst doch einfach jetzt den Pilz runterkommen lassen, dann springst du mit dem Pilz hoch, machst Bilingua, nimmst den P-Switch und gehst dann in den Poké rein. Also ich kann sagen, wie ich es immer gemacht habe, leg den Switch mal auf eine vernünftige Stelle da unten auf der Anlage, wo der Poké liegt. Ja. Leg den mal so an den Anfang von diesem letzten Fenster, was man noch sieht in dem Screen. Weißt du, was mir gerade einfacher vorkommen würde? Auf den einen darauf. Ich warte, bis der Pilz hier runterkommt, dupliziere ihn und dann kann ich ihn schön selbst entscheiden, wann er kommt und wo er kommt und wie. Nee. Also eigentlich dauert das wahrscheinlich länger. Mach ihn doch einfach den Pilz einen Block von diesem grünen Ding da runtergelassen. Oder wo hast du den runtergelassen? Ach komm, das ist ganz einfach. Colin, du legst den Switch einfach da irgendwo hin neben dem Poké. Ich sag Stopp. Ja, das ist okay, das reicht. So, jetzt stellst du dich oben auf die Anrichte da, wie auch immer man das nennen soll, weiter nach rechts. Also so, dass du den Poké in die Ecke lockst, so habe ich es immer gemacht. Ja, der muss nämlich in der Ecke sein, das soll das Blöde. Genau. Du lockst ihn in die Ecke, dann spulst du vor, wenn du dann irgendwann den Punkt abpasst, wo der Pilz runterkommt, rennst du runter und dann geht das ganz locker. Ja gut, wenn er hier in der Ecke bleibt, ja. Dann kannst du sogar zwischendurch den P-Switch nochmal kurz ein bisschen weiter rechts hin positionieren. Der liegt so eigentlich ganz gut. Ist der nicht genau da, wo der Pilz runterkommen dürfte? Na gut. Nee, der kommt weiter links, das passt. Okay. Ich glaube, du musst auch jetzt gar nicht so viel spulen. Ich mach's jetzt nicht 30-fach. Nee. Ja, das geht auch so schon. Wobei, wie schnell spulst du vor, wenn du auf deine Vorspultaste drückst? Da ist er schon. Ah, da war er schon. Na gut, okay. Ich hab nichts gesagt. Schnell. Nevermind. Dass du so ungefähr losrennst, wenn er runterfällt, das war fast schon ein bisschen früh, aber es sollte noch passen. Ah, okay, ja, das ist ja... Ah. Du bist doch zu weit links. Ja, hast es recht. Ja, das geht schon irgendwie. Du kannst auch später hochrennen. Runterrennen. Renn einfach später runter. Dann ist der Poké noch nicht so weit da. Ja, stimmt. Sehr schön. Ach, die Zunge ist ja wunderschön. Da habe ich ja irgendwie gar nicht drauf geachtet. Warte, das mache ich auch noch ganz kurz mal. Jetzt vergesse ich das wieder. Oh, jetzt kommt mir deine blöde scheiß Wanddecke da oben, die sie quert. Ich mach die von mir aus auch wieder weg, ist auch kein Problem. Ich hab die nur provisorisch gemacht, weil ich keinen Bock hatte, Anti-Break-Sicherungen reinzubauen. Ich hab das ja heute erst zu Ende gebaut, deswegen, das ist ja noch ganz frisch. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Haut das immer noch nicht hin? Nee. Doch, siehst du doch. Kann aber. Würde. Jetzt. So. Ja. Sehr gut. 12, 12, 12. Ich will wieder ein Poké haben, ja? Nein, kein Poké. Geh nach rechts, da ist ja eine Piranha-Pflanze. Ja, rechts. So. Da unten siehst du ja eine wunderschöne Piranha-Pflanze. Und spuck einfach mal aus, sobald sie Feuer spuckt, sonst geht das nicht. Die muss schon Feuer spucken, sonst passiert nichts. Ach, das macht echt einen Unterschied, ja? Ja, das geht nur, wenn die spuckt. Ach du Scheiße. Moment, die spuckt gerade. Gut. Ja, da liegt's aber scheiße. Ah ne, geht ja, hast ja Yoshi, kein Problem, ich kann nicht mehr denken. Hä? Ja, es tut mir leid, ich kann nicht mehr denken. Nimm sie einfach mit Yoshis Zunge. Nee, aber hä? Er kann nicht mehr denken. Wieso hä? Was will ich jetzt mit dem Springboard? Ja, du wirst du gleich schon sehen. Brauche ich zwei oder was? Jo. Ah, okay. Ja, dann macht's Sinn. Sonst hätte ich jetzt nämlich gesagt, du hast eine Kleinigkeit übersehen, aber okay. Alles prima. Das wäre ein bisschen alles komisch gewesen, wenn du das Springboard hier vergessen hättest. Nee, nee. Dann ist okay. Brauchst du schon eine beide. Frage. Ja. Kommt man nicht mit dem Springboard Yoshi Glitch einfach über die Anti-Yoshi-Blöcke da rechts rüber? Ja, das ist ja eben das, was ich probiert habe, und da habe ich einen neuen Glitch bei entdeckt. Ah. Ach du Scheiße. Ja, die Decke ist scheiße, ich geb's jetzt. Ich geb's so. Die regt mich gerade echt auf. Ja. So, dann ist das jetzt auch weg. Schön. Dani, mach mal die Decke weg. Was für eine Decke denn?
Die blöde Wanddecke, an der man ständig hängen bleibt mit allem. Nö, wieso denn? Ja, wenn du dich wegmachst, dann kannst du über alles rüberspringen, das ist ja auch scheiße. Ja, stimmt. Aber warum sieht da so ein Block hohes Ceiling, warum sieht das scheiße aus? Das habe ich nicht verstanden. Ja, weil du dann ja die ganze Zeit nur diese ein Block hohen Dinger hinlegen kannst. Wenn du die alle nebeneinander angereiht hast, sieht das aber, einfach irgendwie... Aber was soll ich jetzt machen eigentlich? Jetzt soll ich einfach den Springboard oder was? Nein, den machst du nicht. Du springst mit Yoshi hoch. Also mit Yoshis, ja, du legst erstmal da die Springboards ab, das ist eine gute Idee. Wie beide? Nein, also nimmst du das Springboard, wirfst es hoch, springst auf Yoshi, springst von Yoshi wieder ab, nimmst das Springboard in der Luft wieder auf und landest oben. Also rumgedümpel in der Luft. Ach, du hast das jetzt also doch gar nicht gefordert hier, ja, okay. Hey, der tötet meinen Yoshi gar nicht, der steigt nur ab. Ja, ich weiß, das ist ja auch egal. Du kommst mit Yoshi da nicht hoch, das ist das Entscheidende. So, ach, du nimmst... tötet Yoshi da gar nicht, ist ja lustig. Nee, okay. Wenn das nach oben geht, nie. So, du nimmst das Springboard in die Hand... springst hoch, wirfst dann das Springboard ab, springst auf Yoshi, springst hoch, ja, sammelst das auf in der Luft und dann, ja. Poff. Jetzt tötet das, interessant. Ja, das ist manchmal komisch, aber du musst es schon auffangen in der Luft, das Springboard. Das wahrscheinlich. Ja, das ist ja, das geht ja, das kriegt Connect. Das ist jetzt aber nicht so tragisch eigentlich. Was willst du von mir? Na, so einfach jetzt hochspringen. Liebe das Harry. Jetzt noch mit Springboard in der Hand und dann hast du es doch. Okay. Genau. Ja, okay. Ja. Das ist jetzt auch ein bisschen lame. Ach Quatsch, das ist vollkommen okay hier. Und nein. Das ist so der entspannte Tag. Yoshi bleibt zurück, oder was? Ja, Yoshi brauchst du nicht mehr. Okay. Jetzt kommt das berühmt-berüchtigte LeChuck-Filtersystem hier noch. Klar. So. Für ein Springboard weg. Ach, das muss er normal machen, natürlich. Das sind aber keine 14 Blöcke, also ich habe jetzt keinen Springboard-Jump oder sowas erwartet. Das ist alles harmlos. Das ist noch ein Block niedriger sogar. Ja, das ist noch weniger. Oh, ist er das jetzt noch, ja, es kommt der Schrott nochmal. Boah, ich bin so ein... Das muss er jetzt nochmal machen, echt. Ja, oh, wow! Ja, gut. Bitte. Oh, das Spiel ist gnädig. Sehr gut. Jehova sei mit uns. Wow, unfassbar toll. Yeah. Ach, guck mal, du kannst es sogar direkt so machen, ja, umso besser. Ich glaube, das geht. Ach, ist doch sowas von egal. Das stimmt schon. Also, ja. Nee, doch, nee, das ist nicht egal, weil du kannst jetzt mit diesem Block da... Leg den mal ab einfach. Du kannst diesen Throw... Oh, ich kann nicht mehr reden. Diesen blauen Block kannst du einfach irgendwo ablegen, dann dich da drunter drücken und ihn dann wieder aufnehmen und dann da die Wand einrennen. Das war der Plan eigentlich auch. Das wusste ich irgendwann auch mal nicht. Scheiß machen willst. Das ist auch ein sehr, sehr geiler Part von Puzzle World 1 oder 2 gewesen, wo ihr Ewigkeiten überlegt habt, wie das geht. Den unteren würde ich nicht nehmen. Ach, weil dann rennt die Säge. Ja, das ist schlecht. Den oberen nehmen. Kannst du die nicht sogar irgendwie respawnen, wenn du nach ganz rechts gehst? Ja, eben. Ja, natürlich. Trotzdem. Allerdings, ach scheiße, ich darf den unteren nicht wegmachen, sie haut uns wieder dagegen. Ich wollte es nicht sagen. Ja, ist ja richtig. Ja, kannst du schon mal ganz entspannt wegmachen. Außer ich krieg sie von hier aus gespawnt. Das ist jetzt die Frage, ja. Das ist jetzt auch echt nichts. Ah ja, jetzt nämlich auch direkt zu mir. Wie gesagt, ich habe Level 1 Welt 1 Castle, also ein bisschen was anderes gesehen, deswegen ist es jetzt auch nicht so schrecklich schwer. Ja, dann kann ich den unteren nämlich tatsächlich einfach... Das ist schon vollkommen okay, das ist völlig wurscht. Entspricht schon einem gewissen Schwierigkeitsgrad, das passt. Ja. Das hier ist auch richtig spaßig, da kriegt der Conan wieder richtig Freude und jetzt... So, und das war's zum Glück. Filtersystem oder was? So, jetzt Filterfinger, weil der Boss ist. Hey, Boss? Nee. Was? Es gibt keinen Boss. Doch, es gibt einen Boss, aber den gibt's jetzt nicht mehr. Willst du mich verarschen? Das ist, das meintest du also die ganze Zeit ernst, ja? Ja. Jetzt los, mach keinen neuen... Ach Quatsch, wie lang ist der Part, Conan? Ich will extra Safe-States machen. Wie lang ist denn der Part jetzt? 22 Minuten. Ja, dann schaffst du das. Das war doch mal ein schönes Level, oder? Das ist jetzt ein Gebühren... Der ganze Part war jetzt komplett Felix-Level und alles andere vorher war Jan. Ja, ihr dürft euch jetzt mal bedanken, was schöner war. Ja. Und entscheiden. Jetzt spiel den Boss noch, der ist einfach. Ja, mach ich doch. Meine Güte, jetzt, du sprichst schon wieder so von wegen,
dass der Part jetzt zu Ende ist. Habe ich gerade. Nein, gedacht. Quatsch. Sehr gut. Ich habe den nicht einmal getroffen. Der Part ist jetzt zu Ende. Der Part ist zu Ende, wir hören jetzt auf, der Boss geht nämlich nicht. Ich hau auch ab, ciao. Wie viel jetzt braucht er denn? Sag ich nicht. So viel Erfolg noch. Jetzt ach, der braucht nichts mehr drauf. Ciao. 18. Verarschen, so das dauert keine 5 Minuten jetzt. So schön hier. Scheint er ja nicht zu sein. Der ist wirklich nicht so fair. Felix, bleib mal noch da. Ist er jetzt echt schon weg? Er ist echt abgehauen. Nummer 1. Wird er eigentlich schwerer, oder? Ja, wirst du sehen. Oh nö. 2. War nicht gedacht. Quatsch, das ist ein Welt 1 Boss. Erkennst du denn wenigstens, was das für ein Vieh ist? Nee, der bewegt sich zu schnell. Aber es könnte ein Pokémon sein. Dann pausieren wir kurz. Das ist ein Pokémon, ja. Das ist Darkrai. Ja, dann erkenne ich ihn, aber ich weiß den Namen nicht. Darkrai ist das. Darkrai, ja, natürlich. Oder auch die Furzwolke. Die Furzwolke, genau. Ja, aber bin ich beschinder? Bescheu. Gut, ich wollte es ja, siehst du, sowas richtig machen und bin auf beschindert gekommen. Siehst du, so macht man das dann nämlich, wenn man... Ich nenne das auch jetzt beschindert. Ja, das ist gut. Das ist dann auch wieder Neologismus hier. Das ist einfach mein ganz eigenes oder so. Keine Ahnung. Ach, leck mich doch. Nein. Was ich übrigens... Oh nein. Das sieht jetzt... Hier sieht das gar nicht mehr so aus. Ich fand beim Spielen immer durch diese Palettenanimationen da der komischen Sachen im Hintergrund hat das so gewirkt. Ja, was zur Hölle? Leck mich am Arsch, Alter. Leck mich am Arsch. Du so blöde Sau, Alter. Nein. Was ist das denn? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich sehe nichts mehr, Feuer. Ganz ruhig. Das war schon so ein bisschen frauentauschmäßig hier, Conan. Ich sehe nichts mehr, Mann. Nee, ich fand immer, dass die Grafiken im Hintergrund so wirken, als würde so ein bisschen 3D-mäßig so auf einen zukommen. Das fand ich Übrigens, Conan, bist du genau der, ich sehe nichts mehr, Phase habe ich auch gespielt. Dann hatte ich keine Lust mehr. Verstehe ich gar nicht. Hey, das ist jetzt wirklich nicht so schwer hier bisher. Ich sehe nichts mehr. In Skype sieht man das alles noch wunderbar. Der hat jetzt auch so ein bisschen sein Bewegungsmuster verändert. Der fliegt jetzt nicht mehr nur noch auf einer Position, ja, sondern geht so ein bisschen... Danke. Ach, das siehst du noch. Na gut. Ja, nix ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich würde übrigens an deiner Stelle den Boden ganz wegmachen, denn da komme ich hier nicht mehr drauf. Ja, nö, das ist schon okay so. Kommt jetzt bitte mal wieder... Ja, danke. Was übrigens scheiße ist, ist, dass diese Segen, die der da wirft, diese sollten dich eigentlich auch verfolgen, aber das merkt man nicht so wirklich, leider. Die verfolgen mich sehr wohl. Also merkst du es doch, das ist schön. Ja, gut, das ist die ganze Zeit schon so. Ja, irgendwie, mir kam das immer so vor, als würden die einen kaum verfolgen, diese Scheißviecher. Ja, weil die so schnell fallen. Ja, eben. Du kannst übrigens auf den Boden gehen, der kommt zu dir runter jetzt mittlerweile. Dann würde ich den Boden Ganze, bitte doch nicht wegmachen. Du machst dir das Ganze etwas schwerer, ja eben. Ich wusste nicht, dass der runterkommt. Ja, siehst du, wenn du die ganze Zeit den blöden Safe-State da laden willst, das ist viel leichter, dann holst du da. Ja, oh, was? Ja, jetzt geht's nochmal richtig ab, ja, schön. Und Felix musste ja unbedingt jetzt gehen, ne? Das wollen wir jetzt nochmal dazu hier sagen. Ja, Felix hat seine Pflicht getan. Er hat ein sehr schönes, kurzes Level gebaut. Ja, definitiv. Komplett gebreakt, aber das macht er nicht. Ich habe jetzt allerdings das mit dem neuen Glitch nicht verstanden. Wo ist denn da jetzt der neue Glitch? Nee, hat er dann auch nicht gefordert. Das hatte was mit den Yoshi-Blöcken dazu tun. Er hat ihn gefunden, aber nicht eingebaut. Ah. Genau. Huch! Oh. Du hast es geschafft. Und du hast es komplett schwarz gelassen. Auch sehr schön. Conan, die Standardfrage. Wie gefällt dir denn der Level? Also im Prinzip war es ja Jans Level, wenn wir das jetzt mal... Ja, ist richtig. Das stimmt. Weil das von euch jetzt... Ich meine, es war schön, aber... Sehr kurzlebig, meine ich. Jetzt kommt hier auch noch was ganz Wichtiges. Lies dir den Text durch, der ist... Jan, hast du die Übersetzung da? Du darfst jetzt übersetzen. Boah, warte mal, das Eras Victoriosus postquam toxicem aerem claustro expulisti. Moment, ich gucke Marius Pitti in Hispanie cum braca pleno cunigol. Ach, Mario ist jetzt auf einmal Marius und nicht mehr Mari-I oder Mario-I oder so. Kann sein, ja. Auch schön. Ups. Ja, einen Moment, es soll heißen. Oh, ich muss erstmal hier hochscrollen. Nee. So, dann hat sich das jetzt hier auch. Wir spielen jetzt eine Runde Adaptetour. Hast du jetzt auch das schöne Event hier noch ausgelöst? Wunderbar. Ja, mit der tollen Simpsons-Musik.
Ach, wo ist denn die Übersetzung hier? Bam, 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 da, 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 da. Ich hau jetzt aber auch ab. Conan, nein, warte, Dani, du ich weiß auch nicht warum, aber ich hab irgendwie. Ich muss jetzt noch Adaptetus spielen, Dani, so lange musst du schon noch zugucken. Ja, mach ich lieben gerne. Du machst das auch so gut, also, sehe ich gerade. Oh, super gespielt, Conan. Da sollte. Ich hab das Leben bekommen, Grunde, ich bin durch. Jetzt lass Jan genau, wenigstens sagen, was da stehen sollte. Da steht, du warst siegreich. Nachdem du die giftigen Gase aus dem Schloss vertrieben hast, macht Mario sich auf den Weg nach Spanien, da seine Hose voll ist. Yeah. Ich kann mich hier nicht mal umbringen. Super Storyline. Conan hat dir gar nicht zugehört, aber die Zuschauer... Doch, ich hab zugehört. Seine Hose ist voll. Seine Hose ist voll. Ich kann mich hier nicht umbringen. So, Conan, wie hat dir nach 5 Stunden, gefallen? Die du jetzt hier gesessen hast, ist deine Hose bestimmt auch voll. Von daher gehe ich jetzt auch. Ja, gut Nacht und gut Nacht. Schöne danke Nacht. Fürs Zuschauen, wollte ich sagen. Gut Nacht, liebe Leute. Gut Nacht, falls es jetzt Nacht ist und ihr den Video. Oh, jetzt ist Ende. jetzt ist alles kaputt. Ich merk schon, du wirst nie wieder in der Welt. Das war ein Fairy Mario, das Projekt ist beendet. Ja, so ungefähr. Wir haben die 100 Projektmarke. Ach. Die 100 Folgenmarke, glaube ich, jetzt unterüberschritten. Nee, wir sind locker nicht was bei 100 Folgen. Was ist denn jetzt los? Red doch mal, Mensch, Junge. Also jetzt mal, ich glaube nicht, dass das jetzt jemand so viel nicht mehr. So, kann ich jetzt noch mal reden? Hallo. Nein, kannst du nicht, deswegen mache ich jetzt die Abmoderation. Und zwar bedanke ich mich Conan bei euch allen, weil er hat überhaupt gar keinen Bock mehr, das hier zu spielen. Und er hat auch überhaupt gar keinen Bock mehr, Let's Plays zu machen. Ihr müsst ihn also jetzt motivieren. Vielleicht macht er irgendwann dann auf einem neuen Kanal, fängt er nochmal an mit Nerf World. Das ist falsch, wir das werden ist sehen. Falsch, das ist falsch. Ich kann jetzt vor allem endlich die ganzen Sachen aufnehmen, die ich ja schon auf Steam habe, die ich ja noch nie installiert habe. Ja. Wie zum Beispiel Dust and Elysium Tale, da freue ich mich drauf. Aber auf einem anderen Kanal. Das Spiel wird großartig. Nein, auf dem Kanal hier natürlich. Der nächste Level ist dann von Dani. Ja, sobald A2OMT durch ist, mache ich auf jeden Fall Dust. Sehr gut, Conan. Und ich kann dir sagen, der nächste Level ist auch, denke ich mal, übermorgen, wenn ich dann wieder zu Hause bin, ist er vielleicht auch fertig, dann können wir direkt Arsch. Doch, Mensch. Doch, das machen wir schon noch irgendwie. Mal schauen. Jedenfalls, danke fürs Zugucken. Und. Aber warte, ich denke mal, haben. So jetzt als Tipp, ich würde fast sagen, die 88 haben wir erreicht, das haben wir auch noch gar nicht zelebriert, aber gut. Ich aber weiß gar nicht, welches der 88. ist, aber ist ja auch wurscht. Die 100 haben wir, glaube ich, nicht erreicht. Nee, die 100 haben wir nicht. Ganz knapp, schade. Das kommt dann mal. 11 Parts oder so waren das jetzt wahrscheinlich. Ich kann euch ja gleich sagen, wie viele Parts es waren, aber jetzt gerade geht's nicht, weil. Ich hoffe, ich habe endlich ja. alles offen ist. So, ach doch, danke fürs Zugucken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.